Hallo, ich bin Stefan, Geschäftsführer vom Audiozentrum Staudt und wir befassen uns aktuell mit dem Thema Kontrollleuchten. Wie ihr seht, gibt es ja jede Menge Kontrollleuchten im Fahrzeug. Heute wollen wir mal genauer eingehen auf die Motorcheck-Kontrolle. Hier gibt es dann zwei verschiedene. Zum einen diese Motorcheck-Kontrollleuchte oder die Vorfühlkontrolle beim Diesel. Wenn eine von diesen beiden Kontrollleuchten angeht, liegt eine Störung im Motorsystem vor und es soll auf jeden Fall der Fehlerspeicher abgefragt werden, damit die Werkstatt feststellen kann, welcher Fehler genau vorliegt. Das wollen wir euch gleich mal am Beispiel an einem Auto zeigen. Starten wir mal den Motor. Kontrollleuchte gehen aus und wie ihr seht, die Motorcheck-Kontrollleuchte bleibt an. Das heißt, wir schließen jetzt mal den Tester an und gehen dann mal zusammen ans Diagnosegerät. So, das hier ist mein Lieblingstester. Wie ihr seht, sind hier mehrere Fehler abgespeichert und da müssen wir der ganzen Sache jetzt mal nachgehen und schauen, was da genau Sache ist. So, lass uns mal drunter schauen. Was sehen wir da? Die häufigste Ursache bei Motorleuchten, Motorkontrollleuchten sind diese kleinen Tierchen. Das ist ein Marder, der hat dann irgendein Kabel durchgeknabbert oder einen Unterrückschlauch durchgeknabbert, wodurch dann zum Fehler in der Elektronik kommt.